die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gezieht, zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gezieht, zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Denn Gott hat die